So, ja. Bisschen Geld ist da. Rally Cross war ja der nächste Punkt. Der vorgeschlagene Fang ist ein bisschen zu teuer. Gucken, wie wir runterkommen. Den Nissan können wir auf jeden Fall nehmen. Den Camaro noch nicht. Hier hätten wir noch eine Chevrolet. Chevrolet oder Dodge. Ich nehme einfach mal den Dodge, der gefällt mir. Den General Relief haben hier. Zack. Erstmal Geld relativ reduziert. Das heißt, ich muss danach dann mal wahrscheinlich, weil das auch wieder zwei neue Events sind, vielleicht erstmal was anderes machen. Ich weiß aber auch schon, wie es weitergeht. Und sind immer mehr Events. Aber Rallycross soll es jetzt erstmal sein. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das unterscheidet vom Rally Raid. Ganz genau. Am 4. Februar 1967 im Fernsehen. Dieser Sport war wieder für geschaffen. Und jetzt, jetzt wollen wir diese Tradition fortsetzen. Guck. Okay, es ist quasi Rennen, Offroad-Rennen. Mit Sprüngen und so. Okay. Okay. Ah. Oh Gott, die Kurve habe ich jetzt aber ganz übel genommen. Und anscheinend bin ich auch einen Umweg gefahren. Meep, meep. Lass mich, Arzt, ich bin durch. Okay, scheinen drei Runden zu sein oder so. Also er fühlt sich ein bisschen schwammig, aber das macht es gerade eigentlich ein bisschen interessanter. Warum laufen da Kühe frei rum? Weil viele Autos... Ach scheiße, jetzt habe ich hier schon wieder hier die... scheinbar nicht ganz so gute Linie genommen. Aber... also die Steuerung ist immer noch sehr, sehr simpel. Also wirklich viel falsch machen so in den, jedenfalls in den ersten Aktivitäten, in den ersten Stufen der jeweiligen Kategorie ist es eigentlich noch sehr, sehr simpel. Ich mal sehen, wie sich das noch anzieht, wenn man ein bisschen an der Aktivität ein bisschen bis zum Ende hin weiterspielt, weil man wird ja auch diese Performance-Upgrades sicherlich benötigen, um da irgendwie... Ah, Gottes Willen. Du bist ganz vorne und da bleibst du. Sehr, sehr schön. Oh Gott, einfach mal so stehen geblieben, ey. Ah. Boah, passt. Ah! Es ist mehr so ein Grindfahren, Fahrgrinding oder wie man es auch immer nennen will. Wettkampf um das. Ja, ja, bla bla. Oh. Jedes Mal daran basteln. Wettkampfswillen ist ja schön und gut, aber es bringt nichts. Was mich angeht, so hast du ein klares Ziel. Hol die meisten Punkte. Und sobald du oben bist,
nimmst du, was dir zusteht. Rally Raid, Rally Raid. Rallycross. So, dann eine zweite Runde hier, Rallycross. Rum. Ganz aktuell. Die britische Ölfirma American Petroleum. Oh Gott, das will, wie sieht das? TV-Rechte für ihr jährliches Rennen nach einem harten Bieterwettbewerb. Diese Player Models oder diese Models, das sieht doch bei den Fans beliebt. Fällt das niemandem auf? Dieses Jahr sind wir hier im schönen Utah. Holla die Waldfee. Die eine ganz besondere Überraschung versprechen. Hör zu. Das ist ein Rennen, bei dem du aussetzen wirst. Das ist mein Auftritt. Das heißt, du siehst zu, wenn ich dir zeige, wie es geht. Warum? Das mag unfair sein, aber das Leben ist halt nicht immer fair. Manchmal muss man einfach Geduld haben. What the fuck? Mein großer Auftritt, bla bla bla. Was will dieser Kerl? Wieso denn aussetzen? Moment, die Frage ist nicht schlecht. Ich sage, wir fahren doch, okay? Was will er machen? Uns einsperren? Was zum Teufel suchst du in diesem Rennen? Ich hab dir doch gesagt, das ist meins. Okay, das ist cringe. Nee, will nicht, dass du bei mir mitfährst. Warum? Okay, wenn du es drauf anlegst, dann bekommst du deine Lektion. Wenn er so fahren könnte, wie er redet, hättest du keine Chance. Wow. Okay, das scheint jetzt kein Rundrennen zu sein, oder? Oder doch? Haben wir jetzt eine Skisprungschanze runter? Leute, was? Ja, alles klar. Ich weiß nicht, ob man jetzt unnötig... Oh Gott. ...cool sein will oder so. Aber das ist ich schon ein bisschen... wirklich, du schaffst ihn. Also... Oha. Das Spiel weiß nicht so richtig, was es sein will. Ganz ehrlich, also jetzt mit Volker Raucher, sondern... Also, ist das jetzt... So habe ich das Spiel nicht wahrgenommen, sondern es wirkte eigentlich immer so, dass es sehr ernst sein möchte. Aber... Hilfe! Hilfe! Machst du da? Spiel ein Spiel. Und ich fahre gleich wieder eine... Warum fährst du gegen eine Wade? Wer ist Tuk? Ah. Kann man diesen neuen Modus Videospiel jetzt an? Diese modernen Spiele. Unfassbar. Und nochmal wieder die Sprungschanze runter. Ja. Also es möchte eigentlich irgendwie einen auf cool und ernst machen, aber... Ich meine, das überlebt kein einziges Auto. Das geht so nicht. Das ist physikalisch... Totaler Quatsch. Ich meine, entweder wir machen ein cooles Simulationsspiel in Anführungsstrichen oder wir machen irgendwie was Arcadiges mit viel krassen Scheiß, aber hier diese Mischung. Wow. Mutter Natur sieht, was wir tun. Und das reicht. Ich muss kein Rockstar sein, um mich gut zu fühlen. Wenn du Sterne sehen willst. Fahr mit mir nachts in die Wüste. Und ich zeige dir den größten Sternenhimmel, den du je gesehen hast.
wenn du Sterne sehen willst, dann hau dir eins auf für 12 oder irgendwie. Du bist der aufstrebende Stern. Eieieiei. Das tut irgendwie weh, ganz ehrlich. Am Offroad-Himmel. Das wird eine große Sache für mich. Und auch für dich. So, und um einfach nochmal alle ersten Stufen der neuen Aktivitäten abzuschließen, fehlt jetzt quasi noch beim Pro Racing, nochmal beim Air Race das zweite. Da geht's dann jetzt einfach direkt nochmal hin. Egal, was deine Freestyle-Freunde dir gesagt haben, das ist ein Rennen und das Ding am Pier ist ein Riesenrad. Das ist kein, ich wiederhole, das ist kein Stunt-Flugreifen. Verstanden? Was willst du von mir? Du fliegst eine fein getunte Maschine. Hör ihr zu und sie behandelt dich gut. Also, mit dem Looping hat's der hier nicht so. Du hast das Tempo für einen Rekord am Checkpoint. Weiter so. Rekord am Checkpoint. Hin und her, hin und her. Yeah. Komm, hat er jetzt das Fahrwerk ausgefahren. Eine halbe Minute vor der Zeit, ey. Ich sag mal so, ist es jetzt nicht so schwer gewesen. Bam. So, zack. Neues Zeug bekommen, was sonst? Oh Gott. Test nicht begonnen, falsche Richtung. Okay, den lege ich nochmal an, aber ich glaube, ich habe das falsche Flugzeug dafür, oder? Oh Gott!
Ah. Also das Flugzeug ist dafür nicht das Richtige. Aber Aufgabe habe ich trotzdem noch... Oh, da geht's noch weiter. Ah! Aufgabe habe ich sogar noch erfüllt bekommen hier. Trotz schlecht sein. Plong. Naja. Das war jetzt suboptimal, aber trotzdem. Ah! Upsi. Aber gibt auch nochmal wieder ein bisschen Punkte. Und warum ruft mich jetzt jemand an? Ja, ich muss raus. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.